Hallo Leute und ja, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon White. Ja, es geht weiter und ja, wir sind in dieser Eisarena hier stehen geblieben. Und ja, ich muss ein bisschen leise sprechen, weil die hatte ich nicht gekämpft, weil es jetzt schon ziemlich spät ist. Wir sind kurz vor Mitternacht, kurz vor 12 und ja. Und ja, da muss ich ein bisschen leise sein, aber das kann eigentlich egal sein. Das hier tun sowieso wieder unter bei Bearbeiten sowieso wieder lauter machen. Also, das dann passt. Also, ist das, glaube ich, okay für euch. Und ja, letzte Part hat sich ja mein Feuer-Pokémon entwickelt. Habe ich, könnte man sagen, ein Feuer-Gorilla. Und das geht voll ab. Hammerarm und es ist weg. Jetzt habe ich voll das brutale Pokémon. Das geht jetzt voll ab, Mann. Aber sowas von 36, ja, ist okay. Dann kann man als Eis-Pokémon, kann man alles problemlos besiegen. Feuerpunch. Bam. Und tschüss. Das Eis hat keine Chance. Boah, die Erfahrungspunkte dann Glücksei. Genial ist das. Okay. Vielen Dank. Nee, das ist falsch. Ein Moment. So vielleicht. Nee. So kann es nicht gehen. So. Ja, das sieht gut aus. Ja. Das war richtig gut. Da kann ich hier hin. Dann kann ich so hier hin. Und dann komme ich da hin. Gut. Es kommt ein riesen Wow. Ja, nice Schlucht. Aber gut. Machen wir hier weiter. Ich wollte den 7. Orden bekommen. Und mal sehen, was ich denn auch so schaffe. Okay, nee, noch ein Kampf. Ja, Kampf, neues Glück, würde ich mal sagen. Und ja. So. Ach, das Ding schon wieder. Machen wir das mal schnell fertig. Mit einem Fire Punch. Bam. Dam, ja, ich habe irgendwie Lust auch so auf dieses Spiel gehabt. Aber ich werde nur einen einzigen Part jetzt machen. Also nur ein Video mit 15 Minuten, nicht irgendwie länger. Und das nur wieder teilen, weil, wie gesagt, es ist schon spät und ich muss auch schlafen. Ich habe morgen noch Schule. Ja. Ich nehme hier auf, wenn ich am nächsten Tag Schule habe und das so spät. Fast Mitternacht, aber naja. Ist ja auch egal. Ist ja meine Sache und ja, das tue ich alles für euch. Nur damit ihr es wisst. Seid ihr dankbar, gefälligst, das wäre ich böse. Nein, wenn ihr das jetzt ernst genommen habt, nein, das war ein Witz. Das war nur Spaß, ist ja meine Sache. Das ist ja meine Sache, wann ich hier aufnehme. Und wenn ich morgen müde in der Schule sitze und einschlafe, dann ist das auch meine eigene Schuld. Naja, aber egal. Dann wollen wir hier lang. So, ja, ja. Jetzt. Ja. So, okay. Jetzt machen wir den fertig. Ja, ja, komm. Ich mach dich sowas mal fertig, Mann. Okay. Die haben alle dasselbe, das ist irgendwie langweilig, irgendwie nur. Ah, naja, egal. Einfach Fire Punch und dann ist es weg. So ungefähr. Und tschüss. Das wäre erledigt. Level 38. Brauche ich eben erst noch nur Level 35. Das geht so schnell, dann Glücksei. Was auch verdammt gut ist. Dass man überhaupt so einfach mal so ein Glücksei bekommt, das ist genial. Das ist ganz toll. Und ja, hier kann man mal wieder Hammerarm machen. Passt gut, wenn man den Schluss des Kampfes macht, da bringt es. Da muss ich mir keine Sorgen mehr machen darüber, dass ich Initiative, also Speed eingeboost habe, weil der Kampf ja sowieso vorbei ist. Dann brauche ich darüber auch keine Gedanken mehr zu machen. Und jetzt wollen wir hier drauf drücken. Und es dreht sich, ja. Warum nicht?
Und dann, boom. Dann machen wir so. Ja, jetzt haben wir es, glaube ich, schon geschafft. Ah, das ging doch schneller, als ich dachte. Ich muss noch in der Leiter zu kommen. Oh, ich dachte, hier rutscht schon auch. Dann eben nicht, okay. Ja. Ich habe kurz auf meine Uhr geguckt. Wie viel Zeit schon vergangen ist? Es sind 5 Minuten. Sind schon vergangen oder erst? Ich habe gedacht, ich brauche länger, um herzukommen. Brauche ich eine Heilung? Nein, brauche ich nicht. Das wird wahrscheinlich sehr leicht werden, aber okay. Ja, Mann, jetzt überhaupt nicht viel zu sagen. Aber besser für mich. Rede ist unnötig. Also bringen wir es mal ganz schnell hinter uns. Werde ich mal sagen. Let's fight. Fight. Würde ich sagen. Mann, sprach Gulasch, aber egal. Ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich Angst haben, aber nö, tue ich nicht. Einfach mal Feuerpunch und ja. Bam. Du bist weg. Und ein Level up. Yeah, 39. Das rockt doch. Nein. Das sieht nicht so toll aus. Nö. Weiter. Oh ja, jetzt kommt ein super mächtiges Pokémon. Der Hyper-Eisbär. Naja, um ganz sicher zu gehen, dass es stirbt, mache ich wieder einen Blitz. Sag auf Wiedersehen, Slyzerwet. Bye bye. Boah, 2900. Und ein letztes. Okay, ja, komm, Feuerpunch. Oh, es ist schneller. Na egal. Ach, wie wenig. Feuerpunch, bam. Komm, geh down. Das wäre besiegt. Und damit wäre der Orden gewonnen. Wie ich mir dachte, mein Gegner kam nur einmal zum Angriff. Ich dachte eigentlich, ich würde gar nicht zum Angriff kommen, aber egal. HP und ein Attack um 3. Das ist doch schön. Verteidigung noch 45, Verteidigung 57. Na egal. Dafür ist der Angriff gigantisch. Jo, der ist down, der Typ. War nicht schwer mit meinen Pokémon, aber egal. Ja, gut, 2 Minuten hat der Kampf vielleicht gedauert. Der vorletzte Orden, ja. Ich bin fast am Ende. Ja, okay. Pokémon, getauscht Pokémon mit 80 und eine TM. Irgendein Eisattacke, aber das muss schon sein. Gut, der ist erledigt. Über was ich mich, habe ich ja schon gesagt, über das freue ich mich auch. Er ist besiegt, haha, so ein Loser. 79 war das eben, die TM war. Ja. Power 40, Genauigkeit 90. Nee. Nicht mein Ding, die Attacke. Ich habe bestimmt noch irgendeinen Effekt, aber weiß ich Punch ist, weiß ich jetzt nicht. Und was ich nicht weiß, lasse ich lieber. Erst mir doch nichts bringt. Halt, konnte ich nicht. Naja, ich hätte da zurückrutschen können. Ach, ist jetzt egal. Rutsche ich so zurück. Ja, so geht's auch. Doch, die lustiger gewesen wäre und schneller gegangen wäre. Ach ja, meine beiden Rivalen sind da. Ja. Keine Ahnung, was die mir erzählen. Ich kann immer noch kein Japanisch, aber naja, was soll's. Ah, da kommt der Arena-Leiter raus. Der totale Loser ist. Er hat total abgelöst gegen mich. Und ja, da kommen diese Typen, die sich teleportieren können. Warum auch immer. Die alle drei gleich aussehen. Ja, jetzt sind sie wieder weg. Merkwürdige Typen, würde ich sagen. Die beiden gehen weg. Naja, und sie bleibt da. Ja. Ich verstehe genau alles, was du sagst. Das ist wunderbar. Ich gebe dir vollkommen recht, auch wenn ich überhaupt kein Wort verstanden habe. Dort liegt ein Item. Hole ich mir vielleicht später. Ja.
Ja, die drehen sich im Kreis, wenn es ihnen Spaß macht, habe ich nichts dagegen. Und dann gehen wir, würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein. Und heile ich erstmal mein Team. Eigentlich mein Pokémon muss ich heilen. Naja, dann nenne ich jetzt einfach mal AP-Auffüllung. So, ein Pokémon muss ich noch aus meinem Team entwickeln. Und eins muss ich mir noch fangen. Dann habe ich, jetzt habe ich mein komplettes Endteam. Dann habe ich mein Endteam, was ich auch gegen die Top 4 benutzen werde. Ja, so kann man das mal sagen. Fahrrad, nein. Ich habe gerade überlegt. Und erstmal das, was ich noch entwickeln muss. Das bist du. Und dir gebe ich, nein. Die muss ich jetzt erstmal wegnehmen. Das Quicksilber, du bist ja stark genug, du bist schon auf 40. Genauso wie Menge Elektrospinne, die ist auch auf 40. Die werden jetzt schon total übergepowert. Aber naja, egal. Nein, ich wollte die, die. Ach, wo ist es hin? Wo ist es denn? Weiß nicht, hier ist es nicht. Da war's doch, ich bin so dämlich. Da war's. Da, Glück sei. Ja, austauschen. Kriegt es jetzt das Ei? Ja. Und, ja, komm, du kriegst die Beere, die es eben hatte. Was ist die hier? Warum auch immer? Ah ja. Beere ging schlafen. Ja, das ist gut. So, jetzt habe ich den Kreis durcheinander gebracht. Ahahaha, ich bin so mies. Ich bin so gemein. Aber egal. Jetzt hier gibt es mein letztes Pokémon für mein Tier, was ich haben will. Nein, Bambi ist es nicht. Da muss ich euch alle enttäuschen. Das ist es nicht. Aber sag mal, dass ich fliehen kann. Natürlich nicht. Jump Kick. Ach, Bambi ist jetzt eine schlechte, ein dummes T Ding zum Trainieren. Ja, fliegen. Warum? Warum tut ihr mir das an? Ja, klappt alles wunderbar und komme ich draußen und läuft alles total schief, oder wie? Oh mein Gott. Oh, es kann Takedown. Jetzt kriege ich aber Angst. Mein Vogel macht das jetzt mal. Haus einfach weg, komm. Stirb einfach. Yes. So muss das laufen. Na toll. Jetzt nochmal Bambi kommt, bin ich sauer. Dann wächst ich. Kann ich meinen Frosch-Pokémon hier nicht trainieren. Okay, das ist schon besser. Zumindest zum Trainieren. Ja, und ich trainiere hier, ich trainiere nicht nur, ich suche richtig auch nach meinen letzten Pokémon für mein Team. Das gibt es hier nämlich, das weiß ich ganz zufällig. Und ja. Och, Detect, ey, was soll denn Detect dir bringen, Mann? Falls Opfer-Pokémon. Auch wenn ich Weltentwicklung habe und das selbst hatte. Wie dumm bin ich denn eigentlich? Surfer, ja, yeah, ich glaube, es regnet hier, ja. Ja. Also ist es besiegt. Okay, Leute. 33. Gibt es jetzt vielleicht noch eine Entwicklung? Rain Dance. Rain Dance. Menge. Stärke 80. Stärke 95. Ja, Rain Dance. Ach nee, komm, brauche ich nicht. Komm. Nein, ach Gott. Und ich hab mir gerade überlegt, ich mag Aquaringe wegkommen. First hat man Tränke. Aquaringe habe ich sowieso, glaube ich, nie benutzt. Von daher. So, raus aus der Wiese. Ich wollte jetzt noch kurz eine Sache wissen. Ich habe
vergessen. Bist du, du warst du am Boden? Ja, du warst was am Boden, hatte ich richtig in Erinnerung. Ja, natürlich. Ich hoffe, euch hat der Part wie immer gefallen. Und ja, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao und bis dahin.